Was geht ab, Samurais, und willkommen zurück zu meinem ersten Video nach längerer Pause, denn die meisten von euch wissen, ich war im Krankenhaus. Absolut kein Spaß, wirklich kein Vergnügen, wünsche ich niemandem, kommen wir aber gleich noch drauf zu sprechen, einfach weil ich persönlich nicht möchte, dass euch genau das Gleiche passiert, beziehungsweise damit ihr euch die Operation im besten Falle sparen könnt, solltet ihr genau das Gleiche gehabt haben oder momentan das Gleiche haben wie ich, wovon ich jetzt nicht ausgehe und auch nicht hoffe, weil das ist einfach nur scheiße gewesen. Also wirklich, wortwörtlich scheiße. Kann man nicht anders sagen. Aber beharrt bitte darauf, dass ihr zum Arzt geht, wenn ihr irgendwas habt. Und wenn ihr merkt, da ist irgendwas nicht ganz koscher im Busch, dann lasst euch auf jeden Fall untersuchen. Und wenn euer Hausarzt nicht kompetent genug dafür ist, sucht euch eine zweite Meinung. Aber wie gesagt, dazu gleich noch drauf zu sprechen. Wann wird es wieder Genshin Impact Content geben? In frühestens 2 Wochen, beziehungsweise vielleicht auch vorher schon, kann ich aber nicht versprechen. Das liegt einfach daran, dass ich momentan aus zeitlichen Gründen nicht dazu komme, weil ich mich derzeit noch in meiner Genesungsphase befinde. Und mir fällt es aktuell noch sehr schwer, über einen längeren Zeitraum zu stehen oder aber auch zu sitzen. Ich muss das immer so im Wechsel machen und ich kann so nicht arbeiten. Ich muss das quasi in einem Flow machen, einfach weil ich so getrimmt bin. Ich habe das immer gerne so an einem Stück und mache das wirklich fertig, aber das geht halt aktuell nicht, weil dieser Mix aus Stehen und Sitzen, irgendwann wird beides anstrengend, nach sagen wir mal 1,5 bis 2 Stunden ungefähr. Und dann geht erstmal gar nichts. Dann muss ich mich wieder hinlegen und das ist eigentlich auch das, was der Chirurg mir verordnet hatte, der mich operiert hatte. Und deswegen wird es, wie gesagt, in den kommenden 2 Wochen keinen bis wenig Genshin Impact Content geben, weil ich auch gesehen habe, dass ihr über Reigen sowohl als auch Remus und Sonius bestens abgedeckt seid, was die neuen Infos betrifft und auch die neuen Charaktere mit Patch 2.4. Es wird allerdings 2 Videos geben, zu unterschiedlichen Games in der Hinsicht. Liegt einfach daran, weil ich jetzt langsam, aber sicher natürlich auch an die Zukunft des Kanals denken muss, weil irgendwann mal wird Genshin Impact nicht mehr sein. Das kann in 2, 3, 4 oder auch 5 Jahren sein, aber ich bin mir ziemlich sicher, so erfolgreich wie das Game ist, wird es auch irgendwann mal ein Genshin Impact 2 geben. Und dann ist natürlich die Frage, wie viele von euch sind in diesen 4 bis 5 Jahren dann immer noch dabei? Ich meine, Genshin Impact hat Potenzial, über 10 Jahre zu überdauern, aber das liegt nicht in unserer Hand, sondern das liegt wirklich in der Hand des Entwicklers, ob die wirklich auf die Community weiterhin hören werden oder ob die sagen, nee, wir machen unser eigenes Ding, vollkommen egal, was die Community sagt. Und dann kann es natürlich sein, dass das Game den Bach runtergeht. Aber kann man so jetzt nicht sagen, aber ihr wisst, ich möchte mich in Zukunft natürlich auch auf andere Mobile Games spezialisieren. Es gibt ein sehr, sehr gutes Mobile Game, das ich in der Pipeline habe. Das Video dazu folgt morgen. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass das für den einen und anderen, gerade für die Leute unter euch, die Genshin Impact feiern und lieben, auch etwas sehr, sehr Gutes sein kann, sofern er natürlich mehr so auf Richtung Sci-Fi steht. Aber haltet dafür die Augen offen und der eine oder andere weiß sicherlich schon, was ich meine. Aber wie gesagt, kommen wir im nächsten Video darauf zu sprechen. Worum es mir jetzt geht, und das ist der Punkt, wo ich im Krankenhaus gewesen bin und was da jetzt eigentlich abgegangen ist. Die letzten, beziehungsweise vor 3 Wochen war das jetzt, glaube ich, oder vor 2 Wochen, ich weiß es jetzt gar nicht mehr so genau. Aber ich hatte Bauchschmerzen, beziehungsweise ich hatte über Monate hinweg jetzt schon Schmerzen in der unteren linken Bauchhälfte. Und das aber auch nur, wenn ich tief eingeatmet habe. Das heißt, wenn ich beispielsweise so Atemübungen mit meinem Bruder gemacht habe oder so, weil der das regelmäßig macht, ich habe das halt ein paar Mal mitgemacht, aber immer dann, wenn ich tief in die Lunge und in den Bauch eingeatmet habe, habe ich gemerkt, hey, das zieht volle Kanne in der unteren linken Bauchhälfte, aber nur, wenn ich tief eingeatmet habe. Dann dachte ich mir, hey, ist jetzt nicht weiter wild, weil ich mache diese Atemübungen nicht und vielleicht bin ich das nicht gewohnt und vielleicht muss sich der Körper noch dran gewöhnen. Kein Thema. Irgendwann mal dann vor 3 Wochen war das, habe ich dann Bauchschmerzen bekommen in der unteren linken Bauchhälfte. Immer noch selber Spot. Und ich dachte mir so, Bauchschmerzen, nimmst du halt die Berugast oder machst halt ein bisschen Schonkost, Wärmflasche, dann geht das Ganze. Dann von Sonntag auf Montag wurde das dann nicht besser und es ist dann halt gleich geblieben vom Schmerzlevel her und hab dann Montag noch gearbeitet und am Dienstag dachte ich mir so, boah, das ist immer noch da und es geht einfach nicht weg und es wurde dann halt von Stunde zu Stunde schlimmer, sodass ich am Dienstag dann direkt zum Arzt bin und hab dann gesagt, hey, ich habe da was und wollte eigentlich zu meinem Hausarzt hier in dem Ort gehen. Tja, der war nicht da, der war im Urlaub, weil Herbstferien, er hat Kinder, klar, Ferien, Kinder, nimmt man halt Urlaub. Bin ich halt zu der Vertretung und die hat gemeint, nö, sie kann jetzt nichts finden, der Bauch ist jetzt nicht wirklich hart und sie kann sich nicht erklären, woher die Schmerzen kommen, wird schon nichts sein. Hat mich dann wieder nach Hause geschickt, hat halt gemeint, Schonkost und Wärmflasche und dann sollte das irgendwann wieder besser gehen, kann auch ein bisschen viel Stress sein oder sonstiges und hat mich dann halt, wie gesagt, nach Hause geschickt, habe ich am Dienstag noch gearbeitet und am Mittwoch dachte ich mir, ey, die Schmerzen sind so schlimm, dass ich jetzt nicht früh morgens anfange zu arbeiten, sondern direkt so früh wie möglich zum Arzt gehe. Wollte ich aber nicht nochmal zu der Vertretung, weil die mich wahrscheinlich sowieso wieder abgewiesen hätte,
hätte. Und habe dann nochmal bei einer anderen Praxis im Ort angerufen und die haben gesagt, nö, machen wir nicht, weil wir sind nicht der Hausarzt, wir machen keine Vertretung, wir können keine neuen Patienten aufnehmen, können wir ihnen leider nicht helfen. Dann dachte ich mir, okay, bevor ich jetzt hier in dem Dorf rumeier und alle Praxen abtelefoniere, rufe ich bei meiner Hausärztin an, wo ich vorher gewohnt habe in dem Ort. Und der Ort ist knapp 60 Kilometer weg von hier, sodass ich dann morgens direkt angerufen habe, weil ich wusste, die nimmt mich, die war allerdings auch nicht da, hatte aber eine Vertretung und ich wusste, hey, wenn diese Frau eine Vertretung hat, dann weiß ich, dass die Vertretung mindestens genauso gut sein muss wie meine Hausärztin, die mich schon seit Jahren kennt. Haben mir dann direkt einen Termin gegeben, eigentlich anfangs für 12.30 Uhr, haben mich dann aber vorverlegt auf 10.30 Uhr, weil da was frei geworden ist, war ich sehr dankbar. Bin dann mit dem Auto fast 60 Kilometer gefahren und war dann dort und die Vertretung von meiner eigentlichen Hausärztin, die hat sich das angehört und hat nur anhand dessen, was ich erzählt habe, gesagt, das klingt nach einer Darmentzündung. Und dann dachte ich mir, okay, schon mal gut, dass sie das weiß, beziehungsweise schon mal gut, dass sie auf jeden Fall mal davon ausgeht, dass ich wirklich was habe und nicht einfach so zum Arzt gegangen bin, weil ich eine Krankschreibung brauche oder so Faxen, weil ich mache wegen einer Mücke keinen Elefanten. Und dann hat die mich untersucht und hat dann natürlich auch die untere linke Bauchhälfte abgetastet und hat gemeint, tut das da weh, wenn ich drücke? Und ich so, ja, natürlich. Und dann hat die gemeint, das fühlt sich so an, als ob der Darm entzündet ist. Und das nicht nur kleinlich entzündet, sondern wirklich größere Entzündung. Dann hat sie gemeint, nachdem sie noch so ein bisschen die anderen Bauchteile abgetastet hat, weil sie ja vermutet hat, dass sowas am Darm ist, ist sie dann natürlich auf die Schlussfolgerung gekommen, dass der Darm nicht nur entzündet sein könnte, sondern auch komplett durchgebrochen. Und durchgebrochen bedeutet in dem Fall, all das, was halt so durch den Darm fließt, läuft halt ins Bauchinnere. Und das kann unter Umständen zu einer Sepsis führen, einer sogenannten Blutvergiftung. Und daran kann man sterben, wenn das unbehandelt bleibt, beziehungsweise wenn das nicht rechtzeitig erkannt wird. Und das wünsche ich niemandem. Wie gesagt, es kann tödlich enden, muss aber nicht aufgrund der medizinischen Versorgung und wenn man natürlich auch darauf hört, was der Körper hat. Und an der Stelle, wenn ihr merkt, da ist irgendwas nicht ganz koscher am Busch, dann geht bitte wirklich zu einem anderen Arzt. Holt euch eine zweite oder aber auch eine Drittmeinung ein, weil ihr wisst ja selber, wenn ihr was habt und ihr wisst auch selber, wenn ihr euch nicht wohlfühlt, wenn da irgendwas ist, dann lasst euch bitte untersuchen und geht unter Umständen direkt ins Krankenhaus. Vollkommen egal, weil Gesundheit ist das Wichtigste überhaupt und ich bin froh, dass die Ärztin das direkt erkannt hat, weil die hat dann gesagt, hey, ich würde sie jetzt ohne Umwege direkt ins Krankenhaus einliefern. Wir machen da gar nicht großartig weiter Faxen, sondern ab ins Krankenhaus. Fühlen Sie sich noch fit, ins Krankenhaus zu fahren, weil Sie sind ja jetzt schon extra hergefahren. Und ich war an dem Punkt schon so schwach, dass ich gesagt habe, ich glaube nicht, weil das wäre dann auch eine Gefährdung für die anderen Verkehrsteilnehmer und das traue ich mir jetzt nicht mehr zu, weil ich halt wirklich am Ende war. Ich habe nichts gegessen, nichts getrunken, ging auch gar nicht aufgrund der Schmerzen. Dann hat die gemeint, okay, wir holen den Krankenwagen. Gesagt, getan, bin ich dann mit dem Krankenwagen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Und der Chirurg hatte dann gemeint, der dann direkt an dem Tag kam, hat dann gemeint, bevor wir sie jetzt unnötig aufschneiden, würden wir ganz gerne versuchen, jetzt mit 3 Tagen das Ganze mit Antibiotika zu behandeln. Einfach, damit die Entzündung Zeit hat, selber abzuklingen. Gesagt, getan. Erster Tag im Krankenhaus verbracht mit Antibiotika, 3-mal am Tag. Und am 2. Tag im Krankenhaus wurden die Schmerzen dann so schlimm, trotz Schmerzmitteln, dass er gesagt hat, machen wir nicht. Das kann unter Umständen gefährlich werden. Wir müssen sie aufschneiden. Geht nicht anders, weil wir wollen auf Nummer sicher gehen. Dann haben die natürlich CT gemacht und so weiter und so fort und lag dann innerhalb von einer Stunde oder so oder von 1,5 Stunden lag ich dann auf dem OP-Tisch, wurde dann quasi notoperiert in Anführungsstrichen. Der Chirurg meinte, es ist eine Art Notoperation, aber sie war jetzt noch nicht lebensbedrohlich, von daher halb so wild, aber es musste gemacht werden. Nach der Operation kam heraus, dass mir ca. 30 bis 40 cm Darm entfernt worden sind, weil der Darm innerhalb dieser 30 bis 40 cm an mehreren Stellen komplett perforiert, also durchgebrochen ist. Das heißt, an mehreren Stellen sind die Innereien des Darms völlig ungehindert in meinen Bauchraum gelaufen. Und wenn man das jetzt wirklich mit den 3 Tagen Antibiotika abgewartet hätte, hätte es sein können, dass ich unter Umständen Symptome einer Sepsis aufgezeigt hätte. Und das wäre dann nicht so geil gewesen. Und dementsprechend war das ganz gut, weil das, wie gesagt, hätte auch anders ausgehen können. Und das ist so der Grund, warum ich im Krankenhaus gelegen bin und warum ich mich derzeit noch in der Genesungsphase befinde. Das Ganze wurde mit 3 Schnitten operiert, beziehungsweise mit 4, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und ich habe eine längere Naht hier unten. Okay, seht ihr jetzt gerade nicht, aber die ist ungefähr so
so groß und zwei kleinere Einschnitte, weil über dem größeren Ding, ihr seht, ich bin voll aus der Übung, aber über den größeren Schnitt wurde halt der Darm rausgeholt und dann auch der Teil entfernt und wurde dann halt dementsprechend wieder zusammengenäht bzw. zusammengetackert. Sie haben mir das erzählt, das war irgendeine fancy Methode, konnte ich jetzt nicht ganz replizieren, aber das ist halt so das Ganze und deswegen hatte ich Chirurg auch gemeint, ich soll viel liegen, ich soll mich nicht strecken, also nicht so erstmal strecken, sondern erstmal wirklich viel liegen, bisschen sitzen geht, ein bisschen stehen natürlich, auch innerhalb der Wohnung viel hin und her laufen, sofern es halt irgendwie geht. Schonkost immer noch bis nächste Woche circa und dann darf ich wieder anfangen, etwas normal zu essen. Aber das ist so die ganze Spielerei und jetzt ging das Video doch wieder über 10 Minuten. Tut mir mega leid, wollte ich eigentlich gar nicht so lange halten, aber jetzt wisst ihr Bescheid und ihr wisst auch Bescheid, wann es wieder Genshin Impact Content gibt. Und die Musik, die ihr schon die ganze Zeit im Hintergrund hört, sind quasi neue Lieder von mir, die es bald auf Spotify geben wird. Ihr merkt auch schon, es bewegt sich so Richtung EDM und natürlich auch wieder ein bisschen Lo-Fi. Ein komplettes Lo-Fi-Album ist fertig. Das wird ebenfalls noch hochgeladen, besteht aus 17 Tracks circa. 3 Tracks, die so Richtung EDM gehen. Eins davon findet ihr auf Instagram, weil ich das versprochen hatte, dass ich das auf jeden Fall hochladen werde. Und auf YouTube, auf meinem zweiten Kanal, ist das ebenfalls mit hochgeladen. Deswegen schaut sehr, sehr gerne vorbei. Und so viel mal zu den ganzen Infos. Nochmal an der Stelle, wenn ihr merkt, ihr habt Schmerzen oder ihr habt Bauchschmerzen, die wirklich über längere Zeit andauern, die nicht besser werden und vielleicht mal nur leicht abklingen und dann aber wieder stärker werden, dann geht bitte wirklich zum Arzt und sagt auch direkt, es könnte sein, aber es muss nicht, weil Selbstprognosen sind nie was Gutes und laut Google hat man immer gefühlt nur noch eine Woche zu leben oder man stirbt am nächsten Tag direkt, weil das dann irgendwelche Tumore sind oder sonstiges. Deswegen googelt auch bitte niemals eure eigenen Symptome, weil das ist gerade bei Google nie wirklich gut, wirklich nie. Aber Schmerzen untere linke Bauchhälfte, hat der Chirurg gemeint, kann auf die Entzündung des Darms hinweisen, wenn das in der unteren rechten Bauchhälfte ist, kann das der Blinddarm sein. Es kann aber auch komplett umgekehrt sein, dass Schmerzen in der unteren linken Bauchhälfte der Blinddarm sein können und in der unteren rechten Bauchhälfte dann beispielsweise der Darm. Kann aber auch etwas weiter oben auftreten, weil der Darm ist halt nun mal lang. Deswegen, je nachdem, wenn ihr irgendwie Symptome in der Art habt oder sonstiges, zieht es in Erwägung, aber es muss nicht sein, dass ihr es habt. Das ist ganz, ganz wichtig. Aber nochmal hier die eindringliche Bitte von mir. Geht bitte zum Arzt, wenn ihr merkt, da ist irgendwas nicht ganz koscher. Das ist ungemein wichtig, weil dann spart ihr euch unnötige Operationen, wie in meinem Falle. Oder aber auch, dass der Darm dann dementsprechend komplett durchbricht oder irgendwelche anderen Sachen. Wenn ihr merkt, es wird nicht besser, dann holt euch bitte eine zweite Meinung ein. Lasst euch durchchecken. Bleibt bitte gesund. Das ist wirklich das Wichtigste, was wir haben, denn wir leben tatsächlich nur einmal. Hat irgendwann mal ein weiser Mann gesagt. Und so viel mal zu dem ganzen Klimbims drumherum, was da jetzt in den letzten Wochen eigentlich passiert ist. Schaut auf Spotify vorbei, schaut auf Instagram vorbei für den neuesten Track Richtung EDM oder auf meinem zweiten Kanal hier auf YouTube. Würde mich sehr freuen. Und lasst mir sehr, sehr gerne Anregungen und Kritik da. Würde mich, wie gesagt, ebenfalls sehr, sehr freuen. Lege ich sehr, sehr viel Wert. Und vielen, 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 vielen herzlichen Dank für die ganzen Genesungswünsche und Besserungswünsche, die unter meinem letzten Video da gewesen sind, die ihr mir da gelassen habt, weil es gab ein paar wilde Gerüchte, denen ich quasi vorbeugen wollte und eigentlich wollte ich dazu kein Video machen, aber das Video ist inzwischen auch wieder runtergenommen. Einfach nur zwecks Info und auch dieses Video wird nach spätestens 7 Tagen ebenfalls wieder runtergenommen. Aber ich freue mich sehr auf euch, dass ich wieder Content machen kann und es wird eventuell auch wieder Streams geben, bevor ich es jetzt vergesse. Und zwar, lass mich kurz schauen, eventuell am 26. November wird mein erster Stream wieder da sein, spätestens am 30. November, ein Dienstag. Zur gewohnten Uhrzeit, ich freue mich auf euch und bis dahin, macht's bitte nicht so wie ich und bleibt auf jeden Fall gesund. Wir sehen uns dann im nächsten Video morgen oder aber auch im nächsten Stream wieder. Ich freue mich sehr auf euch und bis dahin, macht's gut und wie immer gilt, cheers!